Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist der Satz aus 2. Mose 20, den die reformierte Tradition in unserer evangelischen Kirche, anders als die lutherische Tradition, als eigenes zweites Gebot zählt. Weil das Bilderverbot gerade für die reformierte Tradition so wichtig ist, findet man in reformierten Kirchen auch nicht die Kreuze oder religiösen Darstellungen, die wir aus lutherischen Kirchen kennen. Bei einer Weidenkirche, wie der, vor der ich hier in Pappenheim gerade stehe, stellt sich die Frage natürlich sowieso nicht. Natürlich machen wir uns Vorstellungen von Gott. Es geht ja gar nicht anders. Und in der Bibel finden sich auch viele Metaphern für Gott, etwa als Mutter oder als Vater. Aber wir dürfen diese Metaphern oder Bilder nie dafür missbrauchen, Gott in die engen Kategorien zu zwängen, die wir Menschen haben. Auch wenn sich Gott immer wieder zu erkennen gibt, so viele wunderbare Geschichten in der Bibel zeugen davon, so bleibt doch immer das Geheimnishafte Gottes. Ich finde die sinnlichen Hinweise auf Gott in der Kunst, auch in den Kirchen, etwas Wunderbares. Da bin ich Lutheraner. Aber wichtig, ja entscheidend, und darin lerne ich von der reformierten Tradition, ist es zu wissen, es sind eben nur Bilder. Die Bilder sind nur Botschafter hin zu Gott. Und Gott ist da. Das zu wissen und zu spüren, das ist wunderbar. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.